Herzlich willkommen zum Seminar Das Porträt in der Fotografie in diesem Sommersemester 2020 als Online-Seminar. Ich habe dazu einen YouTube-Kanal eingerichtet, mal sehen, wie das funktioniert. Auf diesem ist auch mein anderes Seminar in diesem Sommersemester, die Geschichte des Musikvideos, vertreten. Und wie es normalerweise im Seminar ist, kann es hier natürlich nicht sein. Das heißt, wir sitzen nicht zusammen, wir können nicht direkt Fragen stellen, wir können nicht direkt antworten und wir können auch nicht direkt diskutieren. Deshalb gleich vorab, wenn es Fragen gibt, formaler oder inhaltlicher Natur oder was auch immer, bitte schreibt mir dazu eine Mail und ich werde die dann in der nächsten Folge dann entsprechend beantworten. Für alle, die nicht eingeschrieben sind bei mir in diesem Seminar, können sich das hier natürlich nicht nur angucken, sondern auch entsprechend kommentieren oder auch Fragen stellen. Und dazu müsste man da die Kommentarfunktion üblicherweise benutzen. Und ich versuche dann auch darauf einzugehen. Zum Anfang würde ich ganz gerne einige Formalitäten klären, die natürlich zu Beginn des Seminars immer wichtig sind. Es handelt sich hierbei um ein Modul der Kulturwissenschaft, Bachelorstudiengang der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz. Und zwar ist das Modul 8.1. Für die Teilnahme hier kann ich in diesem Sommersemester nichts erwarten. Ich gehe davon aus, dass alle regelmäßig hier dran teilnehmen. Die Teilnahme ist ja in dem Sinne dann auch nicht wirklich an einen festen Zeitpunkt gebunden, sondern man kann sich das ja innerhalb von einer Woche dann vielleicht angucken oder wie auch immer man das machen will. Auf jeden Fall wüsste ich gar nicht, wie man jetzt die Teilnahmevoraussetzungen zum Beispiel in Form von mündlicher Beteiligung oder eines Protokolls nachprüfen sollte. Deshalb fällt das logischerweise und für mich auch glücklicherweise dieses Semester einfach aus. Für die Prüfung im Modul 8.1 ist bei mir eine mündliche Prüfung vorgesehen. Das heißt, am Ende des Semesters wird der Inhalt dieses Seminars geprüft anhand von Bildbeispielen. Da kann man da was zu erzählen. Die Prüfung dauert in der Regel 15 Minuten, ist relativ locker, aber nicht desto trotz dadurch weniger anspruchsvoll. Ich würde eher sagen, genau andersrum, dadurch, dass man nicht mit auswendig gelerntem Wissen in dieser Prüfung was erreichen kann, ist es entsprechend schwieriger, weil ihr müsst dann grundsätzlich bei der Prüfung immer auf Fragen antworten, die dann auch spontan aus der Situation heraus entstehen. Ja. Wie dann diese Prüfung im Einzelnen ablaufen wird, können wir dann am Ende noch sehen. Ich gehe aber davon aus, dass in diesem Semester auch die mündlichen Prüfungen zum Ende irgendwie stattfinden werden. Wie genau, wissen wir noch nicht, aber das wird sich mit Sicherheit irgendwie alles regeln. So, begleitend zu diesem Seminar gibt es von mir ein Skript, das ich allen zur Verfügung stelle, die bei mir ordentlich eingeschrieben sind über Clips. Das heißt, die kriegen von mir eine E-Mail mit einem Download-Link zu diesen PDF-Dateien. Und in diesen PDF-Dateien ist quasi die gesamte Veranstaltung komprimiert zusammengefasst. Da sind auch alle Bilder drin, die prüfungsrelevant sind, also die in den Prüfungen vorkommen. Normalerweise ist es aber so, dass ich vor der mündlichen Prüfung, also in der Sitzung vor der mündlichen Prüfung, noch eine Vorbereitung auf die mündliche Prüfung mache, damit jeder auch genau weiß, was dann da so im Einzelnen passiert. So, die Seminarplanung sieht folgendermaßen aus. Es wird 10 Folgen geben, also normalerweise sind es ja 12 Veranstaltungen. Ich habe das jetzt mal runtergebrochen auf 10 Veranstaltungen, also 10 Folgen. Wie lange eine Folge sein wird, weiß ich noch nicht genau. Ich mache dann immer entsprechend jede Woche eine neue. Dies ist jetzt die erste Folge, die Einführung sozusagen, mit allen Formalitäten vorweg und mit den Grundlagen, um sich dann eben auch mit dem Porträt in der Fotografie genauer zu beschäftigen. Also heute gibt es eine Einführung, da gibt es auch ein bisschen Kunstgeschichte und wir werden uns natürlich, beziehungsweise ich werde erklären, was man unter dem Begriff des Porträts verstehen kann. So, und dann geht es direkt in der nächsten Veranstaltung, beziehungsweise in der nächsten Folge dann weiter mit dem Porträt als erster kommerzieller Erfolg der Fotografie überhaupt, also vor
oder sagen wir mal ab 1840, ab 1845 ungefähr mit der Daguerreotypie und das geht dann bis zu Nadar. Das habe ich mir vorgenommen, dass das dann eben die nächste Folge sein wird. Dann die dritte Folge wird sein, das künstlerische Porträt, was es auch schon vor etwas mehr als 100 Jahren gab, im Zusammenhang mit dem Piktorialismus beispielsweise, Camera Work, aber auch Julia Margaret Cameron wird dabei eine Rolle spielen. Dann die vierte Folge wird die, und das wird etwas ausführlicher sein, da wird es wahrscheinlich zwei Folgen zu geben, wird die sozialdokumentarische Fotografie entsprechend behandelt werden. Und dann gibt es noch eine Folge zur ethnografischen Fotografie, was damit so ein bisschen zusammenhängt, aber vielleicht dann doch etwas spezieller ist. Dann die sechste Folge, da gehe ich mal von aus, wird die Starfotografie sein, das heißt Prominentenfotografie. Das spielt sich vor allen Dingen ab den 30er Jahren ab, mit dem Aufkommen von Hollywood und so weiter, wo auch die Fotografie da eine ganz besondere, also im Porträtbereich auch eine ganz besondere Funktion bekommt, im Zusammenhang mit Filmstars und so weiter. Dann geht es weiter mit der Modefotografie. Und ich kann jetzt schon verraten, dass die Modefotografie eine ganz besondere Form der Porträtfotografie ist. Und die Modefotografie würde ich auch so verstehen, dass sie immer Porträtfotografie ist und nichts anderes. Dann geht es weiter mit Polizeifotografie, also forensische Porträtfotografie, wenn man so will. Also eine sehr, sehr interessante Geschichte, wenn man daran auch begrifflich oder wesentlich auch was feststellen kann für das Porträt, was ich auch für ganz besonders wichtig halte. Dann zum Schluss wird es um die künstlerische Fotografie gehen, wo das Porträt natürlich auch eine Rolle spielt, aber wieder auf eine ganz besondere Art und Weise, weil es geht grundsätzlich eigentlich immer um die Funktionen, welche Funktionen eben ein Porträt haben kann. So, weiterhin würde ich vorschlagen, also ob man nur mitschreibt oder nicht, das ist eine Sache, aber wenn ihr dann hier direkt Fragen habt, dann würde ich mir die vielleicht dann direkt aufschreiben. Andererseits kann man auch wieder zurückspulen. Ich weiß es nicht genau. Mir fehlt so ein bisschen die Erfahrung mit dieser Online-YouTube-Geschichte, was so Seminare angeht. Aber das wird sich mit Sicherheit alles entwickeln und ich versuche das eben auch so angenehm wie möglich zu machen. Das heißt, ich werde natürlich sehr viel reden, aber es wird auch sehr, sehr viele Bilder geben. Jetzt zum Anfang ist das ein bisschen anders. Da seht ihr natürlich nur mich, aber das wird sich auch gleich relativ schnell ändern. Dann würde ich jetzt auch sofort ganz knallhart einsteigen, und zwar in die Einführung zum Begriff des Porträts. Dabei spielen natürlich Vorüberlegungen eine Rolle, die man erstmal machen kann. Und diese Vorüberlegungen würde ich dann im späteren Verlauf in dieser Folge noch überprüfen bzw. verifizieren anhand von kunsthistorischen Beispielen, wo man bestimmte Sachen sehr gut klar machen kann. Mit Möglichkeiten vom Porträt meine ich die verschiedenen Varianten, die es davon gibt und die auch sich funktional, formal weniger, aber funktional unter Umständen dann doch voneinander unterscheiden lassen. Zum Beispiel durch die unterschiedlichen Kontexte, die unterschiedlichen Intentionen der Fotografen, aber auch der Abgebildeten. Ja, das ist auch ganz besonders wichtig. Aber auch nicht zuletzt werden auch Porträts im Kontext bestimmt durch den Betrachter. Das heißt also, wer betrachtet das aufgrund welcher Voraussetzungen, ja, oder welche Zielsetzungen habe ich dann als Betrachter und so. Aber diese ganzen Porträts mit den verschiedenen Funktionen haben natürlich alle gemeinsam, dass im Zentrum der Mensch steht und nichts anderes. Meine Absicht ist es, das alles zu systematisieren, damit man es besser versteht. Und das ist auch ganz besonders wichtig, den soziokulturellen Hintergrund, der natürlich auch immer historisch ist, zu sehen und zu beschreiben und dann sich dem anzunähern, was das fotografische Porträt im Speziellen sein kann. Bevor wir jetzt gemeinsam in die Kunstgeschichte schauen, und das macht natürlich Sinn, weil das Porträt als Bild definitiv Teil der Kunst und deshalb auch Teil der Kunstgeschichte ist, möchte ich eben einige Vorüberlegungen anstellen. Für mich ganz persönlich ist das Porträt erstmal die Darstellung eines
bestimmten Menschen. Und wenn ich, weil der Begriff kommt aus dem Französischen, wenn ich in mein französisches Wörterbuch schaue aus den 40er Jahren, dann steht da drin eben Bild, Abbild oder auch Beschreibung. Dabei finde ich Beschreibung besonders interessant, weil es den Begriff bzw. das Porträt auch ein bisschen öffnet, beispielsweise hin zum Text. Also es muss nicht unbedingt ein Bild sein, sondern es kann zum Beispiel auch eine Biografie, ist ja beispielsweise auch ein Porträt in dem Sinne. Und was beschreibt das Porträt? Das Porträt beschreibt zum Beispiel ein Individuum, also ein Bürger, einen namentlich genannten Bürger. Oder auch ein Herrscher. Oder zum Beispiel so jemand wie Jesus. Ein Bettler. Oder einen Kriminellen. Oder ein Star. Oder ein Ideal. Und das Ganze in verschiedenen Werkgattungen, wie zum Beispiel der Plastik, Malerei oder auch die Zeichnung. Und natürlich auch die Fotografie. Deshalb ist die Übersetzung als Beschreibung, finde ich, sehr treffend. Je genauer nämlich diese Beschreibung ist, desto besser lässt sich der Dargestellte von anderen Dargestellten unterscheiden. Und eine Bemerkung am Rande: Ich habe sehr viele Porträts schon gesehen und natürlich auch verdammt viele fotografische Porträts von immer unterschiedlichen Menschen. Und das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass alle Menschen, alle Gesichter unterschiedlich sind. Obwohl man natürlich Ähnlichkeiten feststellen kann oder Bezüge oder was weiß ich was. Aber wenn man genau hinsieht und deshalb eben auch die genaue Darstellung, dafür ist die Fotografie natürlich besonders gut, erkennt man, dass kein Gesicht schon mal da war. Das ist ähnlich wie die Wolken am Himmel, die sich auch alle voneinander unterscheiden oder jedes Blatt. Ja? Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit. Aber wenn man genau hinsieht, sind sie alle unterschiedlich. Für mich ein ganz besonderes Merkmal unserer Natur, unserer Einzigartigkeit in jeder Hinsicht. Und daraus folgt für mich automatisch, dass ein Porträt die besonders genaue Darstellung einer ganz bestimmten Person ist. Denn nur dann, ja, kann ich mir diese abwesende Person nämlich auch vergegenwärtigen. Das heißt, das Bild in diesem Fall ist der Repräsentant für jemanden, der gar nicht da ist. Genau wie dieses Video jetzt in diesem Moment. Ich bin ja vom Prinzip her auch nicht da, aber irgendwie bin ich dann doch da. Obwohl ich nicht da bin, habe ich die Möglichkeit, mich zu präsentieren, mich mitzuteilen, zu kommunizieren. Ich kann den Menschen in die Augen gucken, obwohl ich gar nicht da bin. Daraus folgt für mich eigentlich auch ganz klar, dass das Porträt die einzige Möglichkeit ist, dem Tod zu entkommen. Roland Barthes beschreibt das in seinem Buch Die helle Kammer ungefähr so, dass die Fotografie den Wesenszug hat, dass sie immer die Wiederkehr des Toten ist. Und das ist natürlich bezogen auf die Porträtfotografie, also Fotografie eines Menschen, ganz besonders deutlich. Jedes Bild von einem Menschen, also jedes Porträt von einem Menschen, ist auch zugleich immer eine geisterhafte Erscheinung, was Mysteriöses. Da ist jemand da, der gar nicht da ist. Und das funktioniert nicht nur über Distanz, sondern eben auch über die Zeit. Abschließend zu den Vorüberlegungen würde ich zunächst mal sagen, ein Porträt ist in der Regel eine detailgenaue, beschreibende Darstellung eines bestimmten Menschen und dient der Erinnerung. Wenn wir nun in die Kunstgeschichte schauen, ist eines der bekanntesten Porträts überhaupt gleichzeitig, aber auch eines der ältesten. Und zwar das von Nofretete im Ägyptischen Museum in Berlin. Nofretete ist zwar schon seit ca. 3300 Jahren tot,
Dennoch tritt sie uns sehr lebendig und individuell gegenüber. Das liegt natürlich daran, weil sie eben nicht, wie viele Wissenschaftler behaupten, symmetrisch ist oder idealisiert. Sie ist ganz im Gegenteil eine Frau mittleren Alters, was man an den ganz kleinen Falten erkennen kann, die sehr schöne, gleichmäßige Gesichtszüge hat. Die minimalen Abweichungen in der Symmetrie sind eben glaubwürdig. Wer selber Bilder macht oder Bildhauer ist, weiß, dass solche Details gesehen werden müssen. Das heißt, diese Frau hat tatsächlich gelebt. Und dabei ist es sogar egal, ob sie wirklich die Königin zeigt oder ob sie 3300 Jahre alt ist. Es wird ja auch vermutet, dass diese Büste erst im 20. Jahrhundert hergestellt wurde. Für den Betrachter stellt sie das Antlitz einer Königin dar, in einem echten Menschen, der durch die feinsten Details hier sichtbar wird. Ich habe die Abbildung mittels Raster mal vermessen und festgestellt, dass es eben keine Symmetrie gibt, überhaupt keine Symmetrie, zu keinem einzigen Punkt im Gesicht. Als Beispiel könnte man die Augen vergleichen. Eine spiegeln und auf das andere legen. Und obwohl viele behaupten, dass beide Gesichtshälften absolut deckungsgleich sind, kann man hier sofort erkennen, dass dem eben nicht so ist. Die beiden Augen sind tatsächlich unterschiedlich. Sie zeigen nämlich keine Deckungsgleichheit. Welche Funktion diese Büste hatte, steht nicht fest. Sie ist allerdings auffällig differenzierter als alle anderen Darstellungen der Amarna-Zeit. Und weil Borchardt die Büste aber in der Werkstatt des Bildhauers Thutmosis 1912 entdeckte, gehe ich persönlich davon aus, dass es sich um ein Modell handelt. Und zwar ein Modell, um daraus andere, idealisiertere Darstellungen der Königin zu schaffen. Das wäre tatsächlich ein Porträt nur für die Erinnerung. Und die müsste natürlich so differenziert und präzise wie möglich sein, als wäre die Königin selbst anwesend. Und vielleicht ist sie das ja heute, 3300 Jahre nach ihrem Tod, ja immer noch durch ihr Porträt. Dieses Porträt aus der Antike ist bedeutend jünger als das der Nofretete. Diese Büste zeigt das Gesicht eines älteren Mannes mit Bart. Und das Gesicht ist mit seinen Falten, deutlich unterschiedlich großen Augen, schiefes Nasenbein, hohe Stirn und so weiter sehr differenziert. Obwohl es sich um eine römische Marmorkopie handelt, sieht man deutlich, wie genau der Bildhauer Lysipp damals im 4. Jahrhundert vor Christus gearbeitet hat. Auch er muss ein Original gehabt haben, denn diese Details muss man im Gesicht entdecken. Ob sein Modell dann tatsächlich Aristoteles war, ist nicht unwahrscheinlich. Denn Lysipp war der Hofbildhauer Alexanders des Großen, der bekanntlich von Aristoteles unterrichtet wurde. Beide waren also Zeitgenossen und über Alexander verbunden. Vielleicht hat Alexander der Große dieses Porträt selbst in Auftrag gegeben. Die Funktion ist auf jeden Fall eine ähnliche wie bei Nofretete. Das Porträt dient der Erinnerung an Aristoteles und vergegenwärtigt durch seine Präsenz seine Philosophie. Alexander hatte nicht nur einen Hofbildhauer, sondern auch einen ebenso guten Hofmaler, Apelles. Seine Malerei ist zwar nicht mehr vorhanden, aber es gibt einige Beschreibungen seiner Fähigkeiten. Plinius der Ältere zum Beispiel erwähnt in seiner Naturgeschichte, dass Apelles so genau Gesichter malen konnte, dass ein Wahrsager aus der Malerei Geburts- und Sterbedatum des Abgebildeten lesen konnte. Plutarch erzählt, dass ein Heerführer Alexanders nach dessen Tod vor dem gemalten Abbild meinte, Alexander sei auferstanden. Die frühesten gemalten Porträts, die uns erhalten sind, sind die Mumienporträts aus Fayum, die auf 100 bis 300 nach Christus datiert werden. Sie zeigen Verstorbene, sie sind keine Prominente, keine Königinnen und Könige, sondern ganz normale Bürger, die durch den Namen und teilweise sogar mit Beruf bezeichnet werden. Obwohl sie etwas schematisch wirken, lassen sie doch das Individuum klar erkennen. Und auch hier geht es um die Erinnerung des Abwesenden. Nun fällt hier eine Sache ganz besonders auf. Das Gesicht scheint der wichtige Teil eines Porträts zu sein, denn diese Porträts von vor 1800 Jahren sind im Passbildformat. Noch eine Sache, die extrem wichtig ist,
Der Betrachter wird direkt angesehen. Man blickt in die Augen dieser Menschen und kommuniziert automatisch mit ihnen. Es scheint, als wollten die Abgebildeten sagen: Schau her, hier bin ich. Lange Zeit gibt es in der Malerei keine Individualporträts, zumindest sind uns keine erhalten oder belegt. Erst in der Neuzeit, ab dem 14. Jahrhundert, kehrt das Individuum ganz langsam als Darstellung von Herrschern, Geistlichen, Adligen, Kaufleuten, Beamten und dann auch der privilegierten Bürger zurück. In der italienischen Renaissance in Florenz und Venedig sind sehr viele Profilporträts entstanden, die diese Ansicht wohl aus den Münzprägungen mit Bildnissen aus römischer Zeit entlehnten. Die Genauigkeit der Abbildungen ist zu dem Zeitpunkt in Italien schon besonders wichtig. Alberti schreibt 1435 in De Pittura: Die Malerei birgt in sich eine göttliche Kraft und leistet nicht nur, was man der Freundschaft nachsagt, die abwesende Menschen gegenwärtig macht. Vielmehr lässt sie die Verstorbenen nach vielen Jahrhunderten noch wie lebend erscheinen, sodass sie mit großer Bewunderung für den Künstler und mit vielem Genuss wiedererkannt werden. Jan van Eyck hatte diese Erkenntnis schon einige Jahre zuvor umgesetzt. Van Eycks Porträt eines Mannes mit rotem Tuch ist wahrscheinlich ein Selbstporträt aus dem Jahr 1433. Diese Tatsache ist aber in diesem Fall weniger interessant als die Detailgenauigkeit des Gesichts und der Blick auf den Betrachter des Porträtierten. Feine Bartstoppeln, kleinste Falten, Äderchen im Weiß der Augen und die detailliert ausgearbeitete Iris zeugen von einem sehr hohen Ikonizitätsgrad. Das hell erleuchtete Gesicht springt dem Betrachter aus dem dunklen Hintergrund quasi entgegen. Das Dreiviertelprofil setzt eine aktive Wendung zum Betrachter voraus und unterstützt die Kommunikation des Porträtierten als sich präsentierendes Individuum. Der Dargestellte dreht sich quasi aktiv zum Betrachter. Und auch hier haben wir das vermeintliche Passbildformat als Grundlage. Aber nur ein genaues Abbild reicht nicht aus, um einen Menschen ausreichend zu porträtieren. Ein Beispiel für dieses Manko ist eine Totenmaske oder auch Lebendmaske. Als Faksimile direkt vom Gesicht abgedrückt ist sie zwar genauer als jedes gemalte Porträt, es fehlt aber die Handlung des Individuums, das Lebendige. Also bietet die reine Äußerlichkeit dem Betrachter kein lebendes Individuum. Der Betrachter merkt nämlich, dass das Gesicht erstarrt und leblos ist. Eine Ausnahme hierzu bildet eine Totenmaske einer Unbekannten aus der Seine. Sie lächelt. Ihr Gesicht stellt tatsächlich eine Handlung, nämlich das Zufriedensein mit dem Tod dar. Die Mimik ist so authentisch, dass man meint, sie hätte nur kurz die Augen geschlossen. Vielleicht ist es dieses geheimnisvolle Lächeln, das viele Pariser Bürger vor 100 Jahren ungefähr dazu veranlasst hat, sich davon ein Abbild in ihre Wohnung zu hängen. Die Handlung des Dargestellten ist also unablässlich, um ein lebendiges Porträt zu erhalten. Van Eycks Porträtlösung gelangt über Süditalien Ende des 15. Jahrhunderts nach Venedig. Antonello da Messina hat Van Eycks Porträt als Vorbild für seine Porträts genutzt. Als er später in Venedig arbeitet, legen seine Arbeiten die Grundlage für die folgende venezianische Porträtmalerei. Verblüffend ist die Ähnlichkeit der Ausführung der Details mit Bartstoppeln und Äderchen in den Augen, die Anlage als Schulterstück, ähnliche Beleuchtung und der aktive Blick zum Betrachter. Diese Anlage des Individualporträts formen seit der Renaissance eine Tradition über Van Eyck, da Messina, Bellini, Dürer, Lotto, Tizian, Velasquez, Ingres und vielen, vielen mehr. Dabei handelt es sich nicht um eine nachgemachte Methode, sondern um die jeweilige Einsicht, so eine sinnvolle Form des Individualporträts immer wieder neu künstlerisch zu erfinden. Belting beschreibt das Porträt als unlösbare Aufgabe, den Menschen in seiner Komplexität der vielen Gesichter, die ein Mensch bietet, innerlich übrigens und äußerlich, mit einem einzelnen Bild, Maske oder Gesicht darzustellen. Meine Antwort dazu ist, gerade weil dieses bildnerische Problem nicht zu lösen ist,
kann es die unendlich vielen verschiedenen Lösungsansätze in der Kunst überhaupt geben, die sicherlich ähnlich, aber niemals gleich sind, genau wie die Gesichter, die damit dargestellt werden sollen. Bis zur Erfindung der Fotografie potenziert sich die Detailversessenheit, der Naturalismus in der Malerei bis zu einer Meisterschaft von Ingres. Das Bildnis von Monsieur Bertin 1832 wirkt so, als würde der Herr gleich aufstehen. Das Maximum an Genauigkeit ist hier erreicht und wird jetzt, obwohl die Abbildhaftigkeit zunächst weniger Details zeigt, durch die Fotografie ersetzt. Wir glauben nämlich automatisch, dass das fotografische Bild echt ist. Wir wissen, das, was wir sehen, ist so gewesen. Dieser Lichtabdruck ist echter als jede Totenmaske und bezieht aufgrund ihrer Zeitlichkeit immer das Leben mit ein. Albertis erwähnte göttliche Kraft der Malerei, die Verstorbenen nach vielen Jahrhunderten noch lebendig erscheinen zu lassen, wird erst mit der Fotografie als Wiederkehr des Toten eingelöst und möglich. Diese Fotografie von Dorothy Draper von 1840 ist sicherlich eine der ältesten fotografischen Porträts überhaupt. Deutlich wird sofort die Nähe zu den zuvor gesehenen Porträts der Malerei und trotz der schlechteren technischen Abbildung die Überzeugung, dass diese Frau vor 160 Jahren circa 10 Minuten vor einem fotografischen Apparat gesessen hat. Ich denke, das war der erste Teil und die begriffliche Einführung und der historische Überblick über das Thema des Porträts bzw. die Hinleitung zum Porträt in der Fotografie, mit der wir in der nächsten Sitzung dann ganz konkret beginnen werden.